herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warcraft. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, hier bei diesen komischen Sümpfen. Und wir wollen jetzt hier weiter runter. Machen uns mal auf den Weg. Ja. Schön, wenn man festhängt. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das geschlossen. Ach, ich laufe da unten lang. Ist ja eigentlich scheißegal. Irgendwie kommen wir da schon an. Ja, da werden wir auch gleich auf unseren nächsten großen Feind stoßen. Hier diese komischen Insektenfutzis. Die mag ich ja. Also wirklich, also die sind richtig toll. Und so unzählig. Hihihi. Ich will noch keinen killen, bevor ich nicht eine Quest dafür habe. Ja. So, und ein neuer Flugpunkt. Jeppa. Ja, damit. Zack. Dim, 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 dim. Wo ist er denn? Wo ist er? Ach, da oben. Hallo. Taransu wieder mal. Ich habe nicht einen eurer Leute gesehen, bevor so, das hat natürlich gleich wieder eine neue Quest für uns. Sucht Hoaki und Geld. Genau. Werden wir schon finden, den guten. So, Sonne 10 Zitronenfeilchen. Wir sind überlastet. So, war jetzt der andere Typ. Der war hier. Meine Männer leisten Knochenarbeit und ich kann auf keinen einzigen. Dann labert sich dann Wolf. Wir reiten einfach schon mal weiter. Ist ja egal. Seit dem Schwarm vor mehr als 90 Jahren. Wo ist der denn? Oh. Ach, da hängt er rum, oder die, oder es. Toshi. So, und jetzt können wir schon die Quest hier, kill alles, was rumläuft. Ne? Ja, 12 Tiefenspeer, machen wir. No problemo. So, Gifte sind soweit, sind wir gut dran. Gehen wir erstmal hier runter. Dann müssen wir auch noch gleich was sammeln. So, okay, dann gehen wir weg. Oh. Ja, wenn sie diese Mine hier machen, ein bisschen weggehen, weil tut weh und so. Wenn die hochgeht. Oder wenn man rüberlatscht. Ich weiß nicht mehr, wie das war. So. Dann mal die Kollegen hier. Zu spät gesehen. Ach, der hilft mir. Sicher jetzt ist. So, dann haben wir hier diese komischen Zitronenfeilchen, die wir hier sammeln sollen. 10 Stück. Sollte ja das wenigste Problem sein, sag ich mal. Müssen wir aufpassen, wenn wir diesen Blumen. Jetzt. Und sie greift halt immer so zwischendrin mit ins Kampfgeschehen ein. Finde ich an sich eigentlich ganz cool. Ja, Schurken helfen sich untereinander, ne? Sind ja ganz freundliche Leute, diese Schurken. So, dann du. Das kann man nicht ganz gut sehen, das ist ein Kinderspiel. Wenn ich nicht in die Mühle latsche, ist alles cool. Ich finde es echt cool, dass die hier so mithilft. Da jeder der alles noch viel einfacher und lockerer von der Hand. Kann ich nicht immer anhören. Kann man nicht unterbrechen. Nee. Die brezelt die aber auch weg, das ist ja abartig. Warum habe ich nicht so viel Power? Genau, diese Zitronenfeilchen finden wir generell hier oben, also denke ich mal, bleiben wir auch erstmal hier oben. Dann können wir hier die Dinger ganz entspannt halt sammeln.
weit entfernt. Würde nichts verlassen sollen, Mannes. Warum will mich immer alle in die Luft jagen? Oh. So, dann mal ein bisschen in die Schatten verschwinden. Noch 4 Tiefenspeer und 5 von diesen komischen Zitronenfällchen. Naja, das kriegen wir ja alles locker flockig hin, denke ich. Nur 4 von den 3. Komm noch. So, wo bleibt Tauschi? Weg ist das Ding. So, sammeln wir mal. War der gerade unsichtbar? Das war aber nicht Tauschi. Hallo. So. So, da ist ein Schlauch ganz angewendet. Nicht getroffen. Käfer, schön. Komm mal her hier. Killen wir mal schnell ein paar Raupen. Ist ja auch kein Thema. Das ist alles Erfahrung. So. Dann mal das letzte davon. Und jetzt brauchen wir noch 2 von diesen Speeren. Aber die sollten wir ja noch hinkriegen. Hier unten sind ja mehr als genug. Dann gehen wir mal auch hier runter. In der Geduld liegt die Kraft. So. Der vorletzte. Was haben wir mit dem Mann drin? Mehr Feuer auf dem Zimmer. Trefft mich am östlichen Eingang der Blockade. Die Quest auch fertig. Die Schwachstelle in unserer Verteidigung finden und sie ausbessern. Reiten wir mal zurück. Und geben genüsslich unsere Quest ab. Ja. Das war eine schöne Sache gestern gewesen hier mit den ganzen Server-Downs. Ey, ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist. Ey, das hat ja ganz schön angehalten, die Sache, aber. Naja, nun haben wir es ja überstanden, jetzt können wir hier wieder ganz normal weiterzocken. Bewegt euch wie die. Ist schon cool. Ach ja. Genau, unser Questgeber wartet ja jetzt, also der, bei dem wir die andere Quest abgeben, der wartet jetzt vor der Tür, also Tauschi. Und die hat natürlich auch gleich wieder ein paar neue für uns. Ich glaube, die waren ziemlich easy gewesen. Schauen wir mal. Bereit, Taten sprechen zu lassen? Die Shadow Barn. So, und wir bekommen Durchbruch der Verteidigung. 10 Fährtenleger umkloppen. Kein Thema. Hilfe braucht. Überbringt Speer, Weichi, Speeren, naja. Rückzugsbefehl übergeben, ist auch kein Thema. Und Stachelfallen. Hütet erneuern. Euch vor dem Westwind. Machen wir. Die könnten ja ruhig mal beide mithelfen. Nö, jetzt bleiben sie noch stehen und lassen mich das hier wieder alleine machen. So, da sind diese sogenannten Stachelfallen.
Ich glaube, die waren unsichtbar. Ja, stimmt. Das war cool. Man kann diese Typen nur sehen, wenn die hier durch dieses, also seht ihr, die gehen ja hier durch. Zack. Sind so ein bisschen unsichtbar. Und man kann sie eben halt nur sehen, weil sie eben halt durch dieses komische Honiggedöns dadurch gelatscht sind. Dadurch, kriegen sie quasi so einen Arsch. Hinterlassen sie so eine Spur und nur daran könnt ihr erkennen, dass da diese Pferdenleger dann latschen. Und dann könnt ihr so ausnocken. Beziehungsweise wenn sie doof sind und durch die Stachelfallen laufen. Flip. Gut. Gucken wir es mal weiter. Killen können wir immer noch. Machen wir erstmal den ganzen anderen Schrott. Stachelfalle zum Beispiel erneuern. Hihi. Stacheltier, können wir das aufladen? Nein, können wir nicht. Ja, ihr seht ja hier diese komischen Glühwürmchen und die sorgen dafür, dass halt. Also direkt vor mir muss irgendwo einer rumhängen. Ach da. Am ADV. Schön. Spielerin Jing. Hallo Jing. Wir halten die Dunkelheit fern. Bitteschön. So, können wir gleich mal die Falle erneuern. Und dich umhängen. Ja, das sind jetzt so die Quests, die uns eigentlich langsam so in Richtung Schreckensöde bewandern. Also auf diese komischen Insektenviecher hier werden wir in der Schreckensöde nur noch stoßen. Das sind da quasi so die Hauptgegner. Ich hab den Namen verpeilt, wie die hießen, aber wie gesagt, davon werden wir auf jeden Fall mehr als genug erledigen dürfen. Und da seht ihr schon, sieht schon ziemlich Schreckensöden-Style aus, da ist eine ganze Armee im Gange. Also geht gut ab hier. So, dann. Wo sitzen denn die anderen rum? Müsste direkt vor uns jemand kommen. Ah ja. Oben auf dem Berg. Da komme ich bestimmt von der anderen Seite her hoch. Ach, da ist noch so eine Falle. Nehmen wir natürlich gleich mit. Zack. Ist noch so eine. Zack. Und hier wandern sie die ganze Zeit, seht ihr ja. Und schleichen durch unsere Reihen. So. Da ist die zweite Speerin. Klingen in den Schatten. Abzugsbefehl. Zack, fertig. So, und da haben wir noch so eine Mine. Die werden wir mal auch noch laden. Flup. Und da ist der vorletzte Speer. Was gibt's? Zack. Fehlt uns ja nur noch einer. Wo sitzt der rum? Nee. Man sieht zu viel. Ich hoffe, ich gehe jetzt so in die richtige Richtung ungefähr. Oh. Nee, gehe ich nicht. Dann mal weiter da runter. So, die Feinde haben wir ja alle. Und dann brauchen wir noch 8 von den Typen. Aber die kriegen wir auch schnell hin, also von daher. Sollte jetzt nicht das Thema sein. Will nur schnell den Pferdenleger fertig haben. Und dann können wir ganz genüsslich töten, was das Zeug hält. Sag mal, wo sitzt der? Ach ja. Mitten im Kriegsgebiet. Macht doch jeder, ne? Wir so, dürfen hier nicht und zögern. Ab mit dir. Zack, dann haben wir den auch fertig. So, und jetzt killen wir eigentlich nur noch die Pferden. Leger. So, der Schmuck ist da drin. So, so eine Malerei. Zeigt euch, zeigt euch, zeigt euch, zeigt euch.
nächste Frage, oder? Ist natürlich praktisch, wenn sie dann hier so lange alle eingeschüttet sind. Aber trotzdem ein bisschen schneller sterben. Zeit ist Geld. So. Next, please. Bald ist das ja schon wieder rum. Ist ja fast schon echt unglaublich. Ich überlege, dieses Projekt gibt es jetzt hier seit März 2012. Wir haben den, also für die, die es ja jetzt nicht so richtig miterlebt haben, ich habe ja wirklich gekämpft darum, dass ich es bis zum Release von Mist of Pandaria auf 85 schaffe, und das haben wir wirklich auf den letzten Tag genau hin auch geschafft. Das war schon eine echt coole Angelegenheit, dann war ich auf direkte 0 Uhr mit Release dabei gewesen. Das Zocken war zwar fast unmöglich, aber es war schon echt sehenswert mal. Das habe ich alles auf hier bei YouTube dokumentiert. Das war schon echt der Knaller. Ich überlege und jetzt hier sind wir fast Level 90 mit den Schaden des Projekts. Also das Leveln an sich auch bald ein Ende. Das ist schon echt cool. Wie die Zeit vergeht. Der kommt gerade hier. Freiwillige voraus. Jetzt fällt halt um. Ja. So, haben wir die Quest auch erledigt. Schön. Dann gehen wir die mal ab noch und dann ist auch schon wieder Ende. Und das ist auch jetzt erstmal die letzte Folge in diesem Jahr. Und ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch. Kommt gut an ins neue Jahr und dann sehen wir uns da natürlich dann auch wieder. Zwar mit dem neuen Sendeplan, aber wir sehen uns dann definitiv wieder. Also ich hoffe, dass ihr natürlich dann auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid. Tauschen wir mal schnell den Ring. So. Ja, und dann, wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns dann im neuen Jahr wiedersehen. Bye bye und einen guten Rutsch, euer Tamex.